Einen wunderherrlichen Judentag und herzlich willkommen zurück, liebe Enderal-Freunde. Da sind wir wieder bei einer neuen Aufnahmesession. Aufnahmesession Nummer 4. So, jetzt möchte ich mal eben gerade gucken, ob ich hier irgendwo die Fackel habe. So, so sehen wir im Moment aus und wir wollten heute nach Flussheim laufen, was ich ja eigentlich beim letzten Mal schon vorhatte, aber da sind wir dann plötzlich abgebogen und waren dann... Oh. Wir waren dann nicht oh, sondern wir waren dann plötzlich in irgendwelchen Katakomben. Was ist denn... Warum sehe ich denn da oben jetzt auf einmal Windwurz? Das muss ich mir natürlich gleich mal schnappen. Hoch da. Wir müssten, wenn meine ganze Zeit plan... Okay. Ist ja toll, dass du mich angreifst. Okay. Das Skelett ist weg. Wo ist denn hier noch eins? Ich nehme mir das mal eben. Wo ist es denn? Irgendwo... Ich sehe ja keins. Alter Verlorener... Hä? Die verstecken sich hier überall. Ha! Voll in the face. Ich habe ein ganz, ganz arges Problem. Und zwar, dass sie mir gerade voll im Kopf geschossen haben. Das geht hier so gut los, ey. Ich wollte eigentlich ganz entspannt gerade anfangen. Aber nein, das Spiel lässt mich ja nicht. Wo ist denn da wer? Boah, ey, voll mit dem Blitz jetzt erwischt, aber... Wo ist er? Hä? Wo liegt denn hier ein Toter? Ich glaube, da fliegt gerade ein Pfeil auf mich zu. Ausweichen. Ich muss immer ein bisschen zickzack laufen. Voll rein. Du willst mich doch. Okay, das machen wir jetzt mal so. Was? Nein! Ich habe gerade keinen Zugriff auf den Blitz. Wir machen das mal... Genau, wir machen das mal so. Ich habe gerade ein echtes Problem. Ich glaube, ich bin gleich tot, wenn ich so weitermache. Da, toll. Dann spreche ich auch noch davon. Mensch, ich wollte eigentlich gerade was sagen, verdammt. Bevor mich das abgelenkt hat. Ich wollte eigentlich sagen, wir sind jetzt bei Folge 13 und ich habe so das Gefühl, dass wir, obwohl wir einen kurzen Abstecher hatten, dass wir irgendwie schneller durchkommen durch das Spiel. So fühlt es sich jedenfalls an. Ich kann mich auch täuschen, weil wir hatten ja 45 Folgen, wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Und jetzt sind wir bei Folge 13 und sind eigentlich schon recht weit gekommen. Liegt wahrscheinlich auch damit zusammen, weil ich jetzt halbe Stunden Folgen mache. Und vor allen Dingen, dass ich das kontinuierlich im Moment mache. Da. Dass ich das vor allen Dingen durchziehe. Wo ist er denn hin? Ah ja. Ich glaube, da lasse ich mal einen los. Der ist gerade echt tot. Wie? War es das jetzt schon? Okay. Dann werde ich jetzt mal... Nee, keine Biene. Ich werde jetzt einfach mal die Kruste essen. Ach, da ist noch einer. Das ist natürlich echt ein Problem. Ich glaube, ich fresse mal schnell Mana-Trank. So, jetzt hier. Bams! Ui, das hat richtig gesessen. Wo ist er denn jetzt? Ach, da liegt er ja. Nehmen wir mal schnell... Komm, wir nehmen mal zwei. Gut. Das war jetzt eigentlich anders geplant, aber... Zwei Äxte haben auch was. Das müssen wir mal ausprobieren, wie gut wir da eigentlich mit im Nahkampf sind. Was gibt's hier eigentlich? Ein Goldbeutel. Und einen Schädel und ein Buch. Die Wohltat. Haben wir zwar schon, das ist aber egal. Lehrlingsbuch parieren. Mensch, du musst echt mal parieren. Deswegen gibt es jetzt auch schon ein Buch dafür. Und ich nehme hier mal Fackelwürmchen mit. Komm her. So, und da oben, da möchte ich auch gerne hin. Wenn ich jetzt hier nicht hängen würde. So, ey. Komm, spring und nimm's mit. Juhu, wieder ein Windwurz.
Und ich habe hier doch noch irgendwo einen gesehen. Ach, da oben war das. Bevor mich ja diese Skelette attackiert haben, bevor die ausgerastet sind, gibt es denn hier eigentlich irgendwas, was irgendwie besonders wäre? Ich glaube, das war nur das Lehrlingsbuch, ne? Ich könnte mir vorstellen, dass das so ist. Ich nehme mir mal den Schmetterling mit. Ich höre hier ein bisschen Wasser plätschern, aber das soll uns jetzt mal... Oh! Eispranke. Ganz wichtig. Die Malfasblüte nehme ich auch mit. Und hier ist Korundumerz. Her damit. Können wir immer gut gebrauchen. Weil Korundumerz war, glaube ich, nach Eisen. Oder war das sogar nach Gold? Korundumerz ist, glaube ich, das alte Erz, was benutzt wurde bei den alten... Oh, jetzt bin ich auch noch zu schwer. Um ein. Willst du mich veräppeln? Warte mal, wir gucken mal, ob die Eispranke das alles wieder rausholt. Ich glaube, ich sollte mal hier das so machen. Eis. Da, Eispranke. Jetzt gucken wir mal. Natürlich holt sie es nicht raus. Was schmeiße ich denn jetzt weg? Langbogen. Hier, morscher Langbogen. Weißt du, ich habe davon zwei Stück. Und ich habe sogar noch den... Da. Wie mir das jetzt wegschmeißen. So. Dann bin ich eigentlich wieder leicht genug. Und ich möchte gerne wirklich mal versuchen, wenn ich zwei Äxte in der Hand habe, ob das so gut ist. Das müssen wir echt mal ausprobieren gleich im Nahkampf. Weil dadurch, dass wir uns ja auf Kampfmagier spezialisieren, die machen ja viel mit zwei Schwertern, sage ich mal. Behaupte ich jetzt mal. Also müssten wir das mal ausprobieren. Uah. Ich laufe jetzt erstmal wieder nicht den normalen Weg runter, sondern irgendwo durch die Böschung. Ist das da nur einer oder sind das mehrere? Ich sehe leider nur den einen. Es ist auch leider immer dunkel, wenn wir hier lang gehen. So als ob irgendwie das Spiel was gegen Tag hat. Gegen die Helligkeit. So, ich habe jetzt gespeichert und jetzt werden wir mal versuchen, gegen die da zu kämpfen. Da ist noch einer. Weißt du was? Wir machen das jetzt mal ganz gewitzt machen wir das jetzt mal. Ich werde jetzt einfach mal zaubern und den da über den Haufen feuern. So, was haben wir jetzt gemacht? Der hat jetzt erstmal eine schwere Wunde. Und jetzt nehmen wir mal... Oder nehmen wir Schwerter. Komm, wir nehmen Schwerter. Ist vielleicht auch ganz cool. Okay, das hat jetzt nicht so wirklich getroffen, will ich jetzt mal behaupten. Okay. Einer ist schon mal weg. Mit zwei Schwertern rumzulaufen ist gar nicht mal so verkehrt. Ich habe nur irgendwie keine Ausdauer mehr. Mist. Das hat echt gesessen. Na. Ah. So. Alter. Was? Habt ihr das gesehen, wie viel Leben das abgezogen hat? Boah. Wir sind ja richtig gut mit zwei Waffen. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Aber mal wirklich nicht. Das ist ja richtig krass. So, Straßendieb. 10 Groschen. Her damit. Können wir immer gebrauchen. Eisenhandschuhe. Nee, das ist leider alles etwas zu schwer. Ich glaube, wir sollten nur mal gucken, ob die irgendwas Brauchbares dabei haben. Nur Groschen. Boah, ey. Hat sich ja richtig gelohnt. Wa? Ach so, was ich übrigens mal machen muss. Ja, ich habe nämlich letztes Mal gar keinen richtigen Spielstand gemacht. Falls es nämlich irgendwelche Schwierigkeiten gibt, muss ich einen Spielstand machen, damit ich da zur Not nochmal anfangen kann. Falls jetzt die Aufnahme zum Beispiel nicht funktioniert, dass es irgendwelche komischen Fehler gibt oder dass vielleicht die Tonspur nicht aufgenommen wird. Was weiß der Geier? Da muss man ja immer mit rechnen. So, Nägel, zwei Gewicht. Ne, sind mir zu schwer. Und hier hat irgendwie der was abgebaut. Wo war denn das? Hat der hier geklopft? Hier gibt's doch gar nichts. Warte mal, ich muss das mal gerade ordnen. Wo stand denn der, wo ich den mit den Feuerbällen abgeworfen habe? Hier. Silbererz. Oh, ich will das immer alles mitnehmen, aber ich glaube, gleich werde ich wieder zu schwer sein. Silbererz.
Und wir müssen das vor allen Dingen auch mal einschmelzen. So, bin ich jetzt wieder... Okay, es geht noch. Wie viel Gewicht kann ich noch tragen? Ein. Super. Hat ja alles wie geplant funktioniert. Da oben ist auch irgendwas. Warte mal. Ach ja, stimmt. Beim letzten Mal ist mir das Spiel ja abgekackt, als ich ins Dorf kam. Da wollte ich ja eigentlich die Strecke bis dahin nochmal machen. Naja, ist ja jetzt nicht so weit gewesen. Von daher geht das ja noch. Habe ich denn eigentlich jetzt mal ganz blöd gefragt? Ne, der Grabstein war weiter hinten. Oder? Wir gucken uns einfach mal um. Ich hatte ja letztes Mal... Aha, der da läuft und da hat es gerade gemacht. Und da oben ist noch ein bisschen Windwurz. Ich weiß jetzt nicht mehr, ob ich irgendwas jetzt vergessen habe. Also ich wollte ja eigentlich, ich habe es jedenfalls beim letzten Mal gesagt, dass ich diesen Weg nochmal gehen werde. Aber dadurch, dass ich jetzt etwas anders angefangen habe... Ist ja nicht ganz so schlimm. Los, geh da hoch, du. Fettes Stück, wollte ich schon sagen. Aber so dick ist sie ja eigentlich gar nicht. Sie ist schön dünn. Ich speichere hier jetzt mal. Hier ist irgendwas. Ja, natürlich. Okay, gegen Wölfe nutzt das nicht so wirklich. Bams. Das war jetzt sehr brutal. Aber wir haben es gesehen. Es nützt leider nichts, wenn wir ganz normal mit zwei Schwertern auf Hunden einschlagen. Also auf Wölfe. Das funktioniert leider nicht so gut. Die sind besonders anfällig gegenüber Äxten, komischerweise. Oh Gott. Blauer Quarz. Noch ein blauer Quarz. Habe ich die beim letzten Mal eigentlich mitgenommen? Ja, natürlich. Hier war doch auch... Wow. Hier hing ja dieser eine... der eine Kumpel hier. Der verlorene Kumpel, den wir hatten. Ja, den haben sie ja aufgehängt. Und dann war hier hinten... War hier hinten nicht was? Ja, natürlich. Und hier waren nochmal Wölfe. Aber die haben mich, glaube ich, nicht gesehen. So, jetzt graben wir hier nochmal. Vielleicht ist ja jetzt was anderes hier drin. Man weiß es ja nicht. Und hier schaufelst du wieder so komisch. Ah, sympathischer Fehler. So, was haben wir denn hier? Drei Groschen. Ein Kelch. Es kann sein, dass es ein wichtiger Kelch sein wird. Wir müssen ihn mitnehmen. Leichte Rüstung müssen wir mitnehmen. Rhetorik, die sollten wir auch gleich mal nehmen. Und dann haben wir hier Bronzeanhänger der Konstitution. Festigt eure Lebensenergie um 10. Ich glaube, den hatten wir nicht. Was habe ich denn überhaupt im Moment um? Ich habe da sowas Rotes. Bögen verursachen 8% mehr Schaden. Wir machen das mal. Dass wir halt mehr Lebensenergie kriegen. Und wir haben den Ring auch noch nicht angesteckt. Erhöht Ausdauer um 10 Punkte. Verbessert eure schwere Rüstungsfähigkeit um 7. Wir nehmen einfach mal Elementarzauber. Kosten 10% weniger. Und was ich auch mal machen muss, ist hier ein Schild weglegen, glaube ich. Das machen wir jetzt auch. Den Schild, den lege ich hier mit rein. Da guck dir mal an, wie viel dieser Schild wiegt. So. Dann, weil es so schön ist, werden wir uns jetzt nochmal die Lehrlingsbücher hineinziehen. Wir haben hier drei Stück. So, leichte Rüstung. Geht nun von 1 auf 16. Dann Pairing. Ne, Parade war das. Wie komme ich denn auf Pairing? Ich glaube, ich habe irgendwie gerade ein Schnurlos-Telefon im Kopf. Das muss ich auch immer. Da muss ich auch immer den Paging-Knopf drücken. So, 1 auf 16 und Rhetorik. Auch von 1 auf 16. So, jetzt wollen wir mal ins Heldenmenü gucken. Wie sieht's denn hier so aus? Arkanistenfieber haben wir 33%. Das sollten wir vielleicht mal langsam, aber sicher mal wieder so ein bisschen niedriger halten. Das heißt, dass wir das mal wieder ein bisschen runterlassen. Weil es könnte sein, haben wir schon irgendwelche Auswirkungen? Tatsächlich. Ataxia. Schlösser knacken und Taschendiebstahl 25%.
Seltsames Fieber. Ihr fühlt euch, naja. Ihr seid 10% weniger effektiv mit Nahkampfwaffen. Kann das damit zusammenhängen? Wundbrand. Eine Frage habe ich. Wie kriege ich das weg? Es muss ja irgendwie eine Möglichkeit geben. Ich glaube, habe ich einen Trank. Lebensverlust. Regeneration 180 für 600 Sekunden. Nee, das ist es nicht. Genesungstrank ist es auch nicht. Wir nehmen einfach mal einen Ambrosia-Trank. Um 13% gesunken, obwohl er 20% stand. Okay, das hier sind so Sachen, die kriege ich, glaube ich, nur weg, wenn ich mich schlafen lege. Oder wenn ich halt einen Gesundheitstrank habe. Und Ambrosia müssen wir wieder kaufen. Oder finden, je nachdem. Okay, ich habe ein Schwert. Ich wollte gerade mal gucken, was ich so in der Ausrüstung habe. Stechpalmbeere. Mana-Pilze. Wir könnten uns auch mal so einen Gesundheitstrank versuchen zu machen. Ich weiß nur nicht, wie das geht. Das werden wir, glaube ich, noch herausfinden. Und ich hoffe, das Spiel stürzt jetzt nicht gleich wieder ab. Weil wir kommen so langsam an diese Stelle, wo es abgestürzt ist. Hufeisen. Nein, es wird mir sowieso kein Glück bringen. Von daher lassen wir das. Hier waren... Ach ja, hier war die... Die Mine. Ich weiß gar nicht, sind da Wölfe? Da möchte ich jetzt mal aus Prinzip nicht rein, weil sonst heißt es nämlich Terra, du gehst eh nie nach Flussheim. Von daher mache ich das jetzt einfach, dass ich nach Flussheim gehe. Weil wir müssen ja auch so allmählich mal unser ganzes Kram loswerden. Und ich möchte auch gerne eine eigene Wohnung haben, aber ich glaube, das war nicht in Flussheim. Oder war das hier in Flussheim? Nee, in Flussheim war es nicht. Aber hier kann ich zumindest mal alles Mögliche verkaufen. Was liegt denn da? Achso, das sind Bremssteine. So. Wenn ich jetzt weitergehe, speichere ich nochmal. Hier war mir das letztes Mal abgeschmiert. Aber diesmal läuft es weiter. Sehr gut. Hey, du da. Ja, genau, du. Soll ich dir ein Geheimnis sagen? Was ich? Was meinst du? Naja, ich hab was gefunden. Was richtig Tolles. Aber allein komme ich damit nicht weiter. Ich brauche die Hilfe von jemand Großem und Starkem. Meinst du etwa? Wie wär's also? Ich zeige dir, was ich meine, und du versprichst mir dafür dann, dass du mir damit hilfst. Was sagst du? Meinst du wirklich, dass ich stark bin? Ich meine, ich bin ein Hämpferling. Ich habe keine Muskeln. Ich bin schlank wie ein Ast. Und, meinst du wirklich? Ich meine, wenn ich stark sein soll und irgendwas hochhebe, kann es ja auch noch passieren, dass mein Arm bricht. Also so richtig abfällt und so alles. Was? Gott, manchmal geht's mit mir durch. Und warum fragst du dafür mich und nicht deinen, ich weiß nicht, deinen Vater? Deine Geschwister? Ich könnte gefährlich sein. Gefährlich? Ich weiß nicht. Dann wärst du doch nicht so nah an Flussheim und den Gardisten, oder? Außerdem dürfen Papa und die anderen nichts davon wissen. Sonst klappt die Überraschung nicht mehr. Ach so. Was ist denn damit? Das zeige ich dir gleich. Aber erst musst du mir versprechen, dass du hilfst. Komm schon, sei kein Frosch. Quack. Quack. Rabbit, rabbit, rabbit. Ich bin ein Frosch, merkt man doch. Na schön, ich helfe dir. Zeig mir dieses Geheimnis. Oh, klasse. Ich wusste, dass du ja sagen würdest. Komm mit. Ja, ich hatte ja auch gar keine Alternative, wenn ich mal ehrlich bin. Ich konnte nur auswählen, dass ich dir helfen kann. Es gab nicht, hey. Na gut, Zieleine gab's noch, aber... Ja, und jetzt? Bleibst du hier stehen. Mhm, hier gibt's einen Hund. Striezel. Böser Hund! Böser Hund! Er guckt mich nur an. Hier sind sogar ein paar Hühnchen. So, wollen wir mal gucken, wo uns das, das Tier, wollte ich schon sagen, uns der Junge hinführt. Ah. Da sind Krabben. Sodala,
Schau, das hier habe ich gestern beim Krabbensuchen gefunden. Toll, oder? Ja. Eine Büchse? Ja, und weißt du was? Wenn man sie schüttelt, hört man so ein Klimpern, wie als wenn da Münzen drin wären. Alles, was wir also tun müssen, ist sie aufbrechen und dann können wir uns die Beute teilen. Und ich könnte Papa das Geld für den Spitzbartmann geben. Mhm. Also, was meinst du? Kriegst du sie auf? Ich hab's schon versucht, aber die ist richtig feste zu. Spitzbartmann? Ja, dieser eine Kerl aus der großen Stadt, der immer kurz vor Mondwende kommt und Geld von den Leuten will. Janka oder so nennt Papa ihn immer, glaube ich. Junker, meinst du? Schuldet dein Vater diesem Junkern Geld? Ich glaube schon, ja. Er versucht immer so zu tun, als wäre alles in Ordnung. Aber ich bin ja nicht blöd. Vielleicht sind in der Büchse ja genug Groschen drin, damit Papa den Kerl bezahlen kann. Na gut, lass mich mal versuchen. Klar. Sillas Geheimnis nachgehen. Die verrostete Schatulle öffnen. Rostiges Kästchen. Das Schloss ist verrostet. Mit einem Dietrich geht das nicht. Weißt du was? Warte. Das ist eigentlich mehr oder weniger das falsche Werkzeug dafür. Nehmen wir einfach mal einen Streitkolben. Du Scheißding! Ja, das war's. Dann schauen wir mal. Da sind... Ach nee, was soll das denn? Was ist los? Das sind keine Groschen. Das sind irgendwelche komischen Teile und ein Stück Papier. Hier, guck's dir selbst an. Tja, siehst du, doch keine Münzen, ne? Die alte Notiz lesen. Die alte Notiz. Huch. Ja, da ist sie. Alte Notiz. Wieso habe ich denn zwei davon? Erhaben, stolz und voller Kraft. So weilt er für den Tag und Nacht. Er spendet Segen in der Not, auf unserem Pfad bis in den Tod. Und? Hast du was? Sieht mir nach einer Art... Gedicht aus? Ich weiß nicht. Ein Gedicht? Was, wenn das ein... Wie heißt das? Ein Rätsel ist? Lies mal vor, was steht da genau? Erste Strophe vorlesen. Segen in der Not. Das... Ach, Menno. Wieso müsst ihr Großen immer so umständlich reden? Wobei, der Pater spricht doch immer was von Segen bei den Messen. Vielleicht meint der Schreiber damit den Schrein. Schnell, geh nachschauen. Ich muss zurück zum Hof und die Leoren füttern. Sag mir dann aber unbedingt Bescheid, wenn du was gefunden hast. Den Gedicht beschriebenen Ort finden. Da ist ein Schrein. Zumindest glaube ich, dass das ein Schrein ist. Ich glaube, wir standen letztes Mal auch bei der Frage. Und ich glaube nicht, dass das Ding da oben war, oder doch? Ich gucke mir das mal an. Gleißender Funke. Also ich finde ja diesen Schrein hier finde ich echt schön. Doch, hier war was. Alte Inschrift. Ich nehme aber erstmal den gleißenden Funken mit. Und da liegen, glaube ich, ein paar Groschen. Kann das sein? Kann man immer gebrauchen. Als Reisender. Ich habe ja ein einnehmendes Wesen. Lese alte Inschrift. Am Beginn des Stroms im Westen ein großer Fels mit erhobenem, kahlem Baum. Ach, das war das. Jetzt erinnere ich mich gerade wieder. Kahlem Baum. Wir gehen einfach mal zu dem Jungen. Wo ist er denn hin? Da steht er. Und da ist der kahle Baum da oben. Ich war beim Schrein, aber da war nur ein zweiter Hinweis. Am Beginn des Stroms im Westen ein großer Fels mit erhobenem kahlem Baum. Gut, so langsam verstehe ich gar nichts mehr. Schau dich doch am besten selbst ein bisschen um. Wenn er vorhin den Schrein gemeint hat, muss es jetzt auch irgendwas hier in der Nähe sein. Ich warte hier so lange. Na gut. Dann gehe ich jetzt mal zu diesem Baum.
Aber es wäre natürlich schöner, wenn das im Hellen gemacht wird, weißt du was? Obwohl, wir suchen das jetzt. Nein, doch. Nein, wenn ich was mitnehmen muss, habe ich keinen Platz mehr. Okay, ich mache das später. Gehen wir jetzt erstmal hier rein und suchen einen Händler, wo ich erstmal was verkaufen kann. Aber es ist jetzt natürlich auch so spät, dass ich glaube ich gar keinen... Da geht's nach Ark. Dass es hier gar keinen Händler mehr gibt, der offen hat, oder? Gab's hier nicht irgendwo... Ist das hier eine Schenke? Zur betrunkenen Biene. Ah, das ist ja super. Hier könnten wir jetzt mal ein bisschen was trinken. Setzt euch doch. Ach, hier ist auch wieder ein Spieltisch. Den habe ich letztes Mal gar nicht gesehen. Aber dieses Lied. Ich werde erstmal hier meinen... Alfred, der hat zwar sein Bestes gegeben, um nicht aufzufallen, aber ich wusste sofort, wenn du jetzt nicht aufpasst, ist es um dein Geld geschehen. Und ich sag dir was, der Mann kam sicherlich aus der Unterstadt, so wie der gestunken hat. Der ging riecht ein Vatür wie ein Bad aus Rosen. Ich sag's dir. Glaub ich dir sofort. Die da unten tun doch eh nichts anderes, als ihr Geld zu versaufen und zu vögeln. Und dann, wundern sie sich, wenn der Tisch abends leer bleibt. Ja, nicht wahr? Aber wehe, man sagt das in gediegenen Kreisen. Dann heißt es sofort, man sei unbarmherzig oder vorurteilsbehaftet. Ja, schlimm. Wirklich schlimm. Wie bist du dem Kerl überhaupt entkommen? Naja, ich hatte Glück. Ein paar Gardisten waren in der Nähe. Und als ich zu denen bin, ist der Malfass sei Dank abgedreht. Aber ich sag dir was. Irgendwann wird er seine dreckigen Griffel nicht mehr kontrollieren können. Und dann kann er sie allesamt vom Boden aufsammeln. Hoi. So ist das eben. Hoffen wir's. Na gut, ich muss jetzt weiter. Der Pater liest heute die Verse der Barmherzigkeit. Pass auf dich auf. Na ja. Du auch. Schreit wohl. Hätten die nicht neben gegenüberstehen müssen? Okay, dann mach das halt so. Ich werde jetzt... Warum? Es sind ja eigentlich für dieses Grillenzirpen. Ich werde jetzt hier erstmal schlafen. Schreitet wohl. Schreitet wohl. Ich suche ein Zimmer für die Nacht. Ist noch ein etwas frei? Ja, wir hätten da was. Zwar kein Palast wie in den Tempelgärten, aber auf jeden Fall bequem und günstig ist es noch dazu. Wie wär's? 10 Groschen. Das klingt vernünftig. Wunderbar. Dann lasse ich mal den Raum für euch aufsperren. Erholt euch gut. Dankeschön. Aber immer doch. Gebt mir etwas zu trinken. Was haben... Wow. Die Wirtin ist mal sowas von leer. Auf bald. Die hat echt nichts mehr. Unfassbar. So, dann gehe ich da jetzt mal rein. Tür zu. Der Pfad, Buch 12. Dieses Grillenzirpen, ne? Gut, gehen wir jetzt erstmal pennen. Es ist 11 Uhr nachts. Jetzt werden wir mal 10 Stunden schlafen. Geht das auch mal wieder weg? Oder muss ich das Spiel jetzt wieder neu starten? Das war schon mal und das ist nicht weggegangen. Ach ja. Man muss ihn auch. Das geht tatsächlich nicht mehr weg. Warte mal. Ich werde jetzt mal kurz. Wir machen das mal anders. Hauptmenü? Jetzt ist es weg. So, jetzt mache ich nochmal fortfahren. Nur mal zu testen, was jetzt passiert, ob das jetzt weg ist. Jetzt ist es weg. So ist das eben. Unfassbar. Wie sieht's denn eigentlich aus? Sind denn meine Krankheiten? Nö, die sind immer noch alle da. So. Noch eine erschöpfte Seele. Was darf sein? Habt ihr was zu trinken? Aber immer doch. Die hat ja überhaupt nichts mehr. Ark, Buch 1, Folge dem Feuer. Na gut, jetzt haben wir das jedenfalls so geschafft.
Jetzt gehen wir erstmal raus. Ich werde jetzt auch gleich was essen, damit wir uns halt wieder heilen. In der Zeit. Bitte warten, wir sind gleich draußen. Und dann müssen wir erstmal Jeros Jugendfreund finden. Ich weiß noch nicht mehr, wie er heißt. Das wurde uns auch, glaube ich, nicht gesagt. Das hat ja echt gut funktioniert. Warum macht man eine Autospeicherung, eine bevor man schlafen will? Ach so, falls das Spiel abstürzen sollte. Macht ja Sinn. So, jetzt nochmal. Diesmal schlafen wir aber 9 Stunden. Ich hab mich schon gerade gewundert.